Reto König, ich bin der Produktmanager für unseren Elektronikbereich. Das bedeutet Brushless-Motoren, Brushless-Regler und Ladegeräte. Und das erste Produkt, was ich euch heute vorstellen möchte, ist unser neuer 1:8-Motor, genannt Dynamic 8. Er basiert auf einer kompletten Neuentwicklung, genannt X-Tech B8, das Gehäuse. Voll zerlegbares, aus dem voll gefrästes Aluminiumgehäuse, abnehmbares Front- und Endteil. Für die technikaffinen Leute ist es ein 12-Slot-4-Magnet-Design für maximales Drehmoment in dieser Klasse mit den großen 1:8-Buggies und 1:8-Truggies. Er läuft bei sehr niedriger Temperatur durch diese spezielle Bauart. Weiter hilft der präzisionsgewuchtete Rotor, damit er wirklich sauber rund läuft und die Temperatur kühl bleibt. Überdimensionierte Kugellager sorgen für eine lange Lebensdauer und natürlich hat es einen universellen Lochkreis für alle Modelle mit M3 oder M4 Gewinde und eine 5 mm Ausgangswelle, wie es üblich ist in dieser Klasse. Und wie gewohnt von LRP ist es gesensorte Brushless-Technologie für bestmögliche Kontrollierbarkeit, sowohl beim Bremsen wie auch beim Gasgeben in diesen Klassen. Als nächstes Produkt möchte ich euch den passenden Regler zum Dynamic 8 vorstellen, den AX8, wie wir ihn nennen. Es ist eine komplette Neuentwicklung, welche speziell für die 1:8-Buggies und Truggies gemacht wurde. Das heißt, er passt perfekt für diese Modelle. 2S bis 6S Lipo-Eingangsspannung. Ein getaktetes 6 Volt 6 Ampere BEC, das heißt, jegliches Servo kann hier problemlos betrieben werden. Das bekannt zuverlässige LRP Brushless Sensorsystem für maximale Kontrolle bei allen Drehzahlen, egal ob beim Bremsen, Losfahren oder Springen. Dann als Weltneuheit hat der AX8 komplett steckbare Verbindungen, das heißt zum Motor, zum Akku, zum Sensor, zum Empfänger, egal, es ist alles steckbar, es muss nichts gelötet werden, was speziell für die Leute, die nicht so gerne löten, sicher ein tolles Feature ist. Dann haben wir natürlich spezielle 1:8 Powerprofile, also ist er voll einstellbar, egal ob man jetzt im Gras, auf der Straße oder auf einer Rennstrecke fahren möchte. Und wie gewohnt von unseren letzten neuen Reglern hat auch der AX8 die Möglichkeit, die Reglersoftware über USB, über ein optionales kleines Interface abzudaten mit Software, welche wir auf www.lrp.cc zur Verfügung stellen. Das nächste Produkt, was ich euch vorstellen möchte, ist der X12L Short Course Motor. L für längere Version des X12, also 550er Baugröße. Wie es in Shortcourse-Modellen Verwendung findet, wo das erhöhte Drehmoment einfach notwendig ist, um das etwas schwerere und größere Fahrzeug gut betreiben zu können. Der Motor enthält im Prinzip alle vom X12 gewohnten Features, das heißt HDS-Technologie, mit einem geklemmten Stack, wo eine sehr hohe Laufruhe dann hat. Dann das bekannte Präzisensorsystem mit voll einstellbarem Timing. Natürlich ein gesintertes Magnet. Ein normaler 45er Durchmesser, aber eben das Gehäuse um 15 mm länger. Das bedeutet, der eigentlich aktive Teil innen drin von Stack und Magnet ist 75% länger wie bei einem normalen 540er Motor. Der Motor hat eine 5 mm Welle, wie es bei Short Course Modellen Verwendung findet. Ja. Mein letztes Produkt, was ich euch vorstellen möchte, ist der Vector K4. Er teilt sich viele seiner Gene mit der erfolgreichen X12 Plattform, ist also sozusagen sein kleiner Bruder. Ist trotzdem ein 540er Größe und Gewicht, komplett zerlegbares Design, also man kann sowohl das vordere Teil wie auch das hintere Teil wegbauen.
Ebenso die HDS-Technologie mit einem geklemmten Stack für möglichst leisen und runden Lauf. Er hat das Präzisensorsystem mit einem fixen Timing von 30 Grad, natürlich ein gesinterter Magnet und unser Easy Solder Design für einfache Installation der Powerkabel. Und im Prinzip ist diese neue Plattform ein sehr, sehr günstiger Einstieg in die Brushless-Welt mit trotzdem sehr, sehr guter Performance.